Ich habe immer noch Hunger. Bringt mir etwas zu essen. Und damit willkommen zu einem weiteren Projekt, und zwar zur Lego Marvel Super Heroes. Ein weiteres Lego-Game, und diesmal geht's um Marvel. Es ist aber nicht irgendwie so, dass ein Film nachgemacht wird, sondern wir spielen mit den ganzen Charakteren aus dem Marvel-Universum. Es gibt auch Marvel-Charaktere von den Comics. Ich weiß nicht, ob ihr die hier gelesen habt. Ich habe auch nicht viele gelesen. Ich habe vielleicht ein paar geguckt, aber wie gesagt nicht viele. Man sieht hier sogar im Hintergrund schon einer, den man nur aus dem Comic kennt. Also ich glaube, in keinem Film oder Serie habe ich Silver Surfer gesehen. Egal, wir wollen starten. Übrigens, ich habe das Spiel schon mal gespielt und schon auf 99%. Doch das ist schon seit Jahren her, weil das Spiel ist schon seit langem draußen und ich hatte als kleiner Bubi, als kleines Kind schon gerne Lego Marvel Super Heroes gespielt, und das Spiel ist am einfachsten auf 100% zu spielen. Deswegen machen wir das auch hier. Bin mal gespannt, ob ich das vielleicht im Stream mache oder wir machen das in Folgen, aber das werden wir dann nach dem Hauptspiel entscheiden. Gut. Spielstand wird geladen, erfolgreich, und let's go. Sorry, Surfer. Aber dir geht's jetzt an den Kragen. Iron Man! Dann nähert sich ein Schiff. Vorsicht! Es eröffnet gleich das Feuer! Tony, bist du okay? Au! Au! Und mehr Au! Diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in 1000 Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär, vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl, Dr. Unheil. Okay, ihr Bullen! Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben! Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn! Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geisel nehmen? Das nenne ich mal kriminell. Hulk, denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ha!
Ich weiß, Schurken. Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken müssen. Oder wir hauen uns einfach durch nach drinnen. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Was für ein Chaos. Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Ja, das ist jeden Tag so. Ich muss aber noch schnell die Untertitel anmachen. Habe ich komplett vergessen. So. Da sind wir auch schon im Spiel. Vielleicht könntest du es mal mit Hebetechnik probieren. Also es geht, glaube ich, darum, Silver Surfer wollten wir irgendwie schnappen. Und dann kam Doom, hat ihn abgeschossen und dann Silver Surfer diese komischen, kosmischen Steine reingelassen. Und darum geht's halt so. Das sind die Schurken hier überall. Und zum Beispiel hier ist Sandman. Ich meine ja auch Spider-Man. Und Evanation weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der ist auch aus dem Comic. Kommt mir nämlich jetzt nicht bekannt vor. Aber ich bin halt auch nicht so der Marvel-Fanatiker. Ich habe jetzt die Hauptfilme geguckt, manche Serien, zum Beispiel Loki habe ich geguckt. Die Eigenschaft, aber nicht können, viel mehr. Also, so krass im Marvel-Universum bin ich nicht drin. Es gibt vielleicht andere, die schauen da schon fast alles durch. Aber kann ich auch verstehen. Marvel ist nicht schlecht. Auch wenn es in den letzten... in der letzten Zeit ziemlich schlecht wurde, aber okay. So, irgendwie das Lego-Prinzip, oder? Alles kaputt machen und dann kriegen wir Stats. So, das Silberzeug, das weiß ich, das kann man so kaputt machen. Okay, Hulky. Boah, guckt euch Hulk an. Mit seiner Unterhose. Okay, los geht's, Hulk. Hopp. Ich hab die Taste gedrückt, aber es hat trotzdem was gebracht. Hier der Bus weg. Im Zweifel Warte mal. Einfach draufhauen. Ja, ja. Kann ich dahinter schießen? Da ist markiert. Gibt's ich hab doch getroffen. Versuch mal den Boden aufzureiben. Oh ja, stimmt. Den Boden. Ja. Hey, jetzt einen Stein einfach rausgenommen aus dem Boden. Jetzt. Und Minikit. Ein Glück habe ich heute früh noch meine Batterien aufgeladen. Ich habe das Gefühl, das wird ein langer Tag. Heute wird's sehr sandig. Geil, ja, also ist halt wieder das Prinzip, man muss Minikits sammeln. Und natürlich die goldenen Steine, wie in jedem Lego-Spiel. Ihr müsst wohl an Abomination vorbei, um reinzukommen. Ich weiß nicht, beim Spiel ist jetzt gerade... Er hat das Auto wie ein Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Genau. Beim Spiel ist gerade irgendwie so komisch, dass die Audiospuren so leicht abgeschnitten werden. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht weil das Spiel auch ein bisschen alt ist. Ich glaube, es kam 2013 oder 2014 raus. So eine Idee. So. Bauen wir mal das hier auf. Dann kann wieder Hulk ein bisschen wegmachen. Noch ein LKW hier rausreißen. Ich mache ein bisschen leiser. Ich habe eigentlich schon leiser gemacht, aber hat irgendwie nicht gespeichert. Aber jetzt. So, Abomination. Ich komme. Ich mach dich fertig. Mundgeruch! Da kriegst du gleich aufs Maul! So. Gleich gibt's Schelle! Scheiße! Ah! Geh weg mit deinem Mundgeruch! Ich hab schon seit 3 Jahren nicht mehr Zähne geputzt! Oh, komm schon! Bam. Nee, jetzt noch Arm drücken hier mit ihm! Zack, zack! Ja, warum schlägst du dich selber? Warum schlägst du dich? So! Böse. Gemacht, Hulk. Komm, ich geh dir zur Hand. Ich hab nämlich 2 davon. Überall ist Sand, aber es wird trotzdem kein Strandspaziergang. Nein, das wird es nicht. Okay, er will uns die Hand reichen, aber nicht die gute. Oh nein. Ich weiß ja nicht, ob das so ein guter Satz war. Aber egal. Scheiß drauf. Wir wollen natürlich 100% machen, deswegen versuchen wir mal so viel Stats wie möglich hier einzusammeln. Lass mal die linke Hand weg. Fuck, jetzt hat er nur noch die rechte Hand.
Ich habe bereits gewonnen. Mit links. Dieser Satz macht keinen Sinn. Du hast die rechte Hand. Oh nein. Schnell die rechte Hand noch auch weg. Weil sonst wird das Video sehr falsch sein. Schnell, Hulk. Mach die rechte Hand weg. Nicht den rechten Arm heben. Mein Lieber. So geht das nicht. Sieht aus, als gäbe es eine ungeplante Landung im Hauptterminal. Hulk hasst Verspätungen. Ja, Deutsche Bahn mal wieder. Immer zu spät hier. Jetzt kommt auch noch die Sandbahn zu spät. Hulk ist auch so einer, der hasst die Deutsche Bahn. Ich hasse Sandmänner. Also nicht den Sandmann an sich. Der Sandmann ist cool. Aber hier diese kleinen Sandspastis, die müssen weg. Die müssen alle weg. Das geht gar nicht hier. Jo, ich bin direkt Hube lieber. Hey, sieht aus, als wäre das Menetheke für euch. Mauern nicht gut. Halten nur Menschen auseinander. Jetzt kommt auch noch die deutsche Mauer. Die Berliner Mauer. Ach, geht ja gar nicht hier. Wo wir in New York sind. Das weiß ich jetzt, wo ich nächste Woche mit Volleyball spiele. Im Central. Eine Central Station. Wo alles sandig ist. Digga. Hört auf, meinen Bau zu unterbrechen. Okay, Kanone bereit. Kann ich hier hinten machen? Achso, wieder Sachen fürs freie Spiel. Gut, da kann ich eh nichts machen. Ein bisschen die Mauer anspritzen. Okay, Hulk. Du bist dran. Zeit, die Berliner Mauer wegzumachen. Gut so. Der Schlosskönig bin dann wohl ich, ihr Supernullen. Viel Glück, wenn ihr hier vorbeikommen wollt. Das ist mal was, was man nicht alle Tage sieht. Ein großes Gebäude, das noch nicht mir gehört. Ja, Tony, du kommst auf alles geschenkt. Du reicher. Du reicher Edalist. Oh, was brauchen wir hier denn? Hufeisen, oder? Nein, nicht Hufeisen. Was hab ich da? Ist ein Hammer. Nee, Quatsch. Ich bin dumm. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Wow, so viel also mit. Wir nehmen die U-Bahn zum Bugle. Scheint, als müsste ich mir meinen Weg durchkämpfen. Danke, dass du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Hey, das habe ich gerade ersetzt. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen viel Wirbel gemacht wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Wir müssen den Strom ausschalten. Pepper sagt ja immer, ich stehe mir selbst im Weg. Der arme Stark Tower. Wird Tony, fällt man einen Stark Tower wieder zu reparieren? Der wird ja jedes Mal angegriffen. Ey, immer ist der Stark Tower schuld. Immer wieder. Kannst du an einem Faden schwingen? Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Okay, ja, er Spidey kann immer sehr viele Fäden machen. Und er kann natürlich an Wänden klettern, denn er ist Spider-Man. Spider-Man. Yeah, Spider-Man hilft den Leuten. Und er schleimt sich in... Wie heißt die nochmal? Seine Freundin, Jennifer oder so? Ich glaube, ein bisschen Müll.
Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Nee, sie schleimt sich in Pepper ein. Die Freundin von Tony. Ups. Ach man. Ich hab schon mehr stumpfen Humor. Gut. Ersten Reaktor kaputt. Einmal kaputt gemacht. Ich finde eigentlich schön, wie rund das Spiel ist. Es gibt einem wieder Freude, bunte Spiele zu sehen. Wenn alle mal so leblos grau aussehen. Und Spidey kann hier noch seinen Spinnensinn aktivieren. Oh mein Gott, der Haken war ja davor nicht da. Er hat ihn einfach reingedacht. Spinnensinn. Ja, okay, nochmal den Spinnensinn aktivieren. Oh nee, nicht das A. Das A steht für Avengers. Mann, war der schlecht. Warte, ist das der Avengers Tower oder ist das der Stark Tower? Ich glaube aber eher der Avengers Tower. Scheint, als hätte ich alle Hände voll zu tun hier. Dieser Typ gibt nicht auf. Wollen mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Ich finde immer toll, wie die Bosse in den Lego-Spielen genau das kaputt machen, was wir brauchen. Okay, ich muss Hulk rauf. Kannst du als Bruce Banner Steuern gedrückt halten, um dich in den unglaublichen Hulk zu verwandeln. Alter, ach so. Denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Jetzt bin ich Bruce Banner. Verliebt er sich dann auch in Natascha? Ja, boah, krass. So. Einmal hier das Teil bumsen. Ah. Oh nee, jetzt liegt hier Wasser. Ich glaube, das mache ich lieber mit Spidey. Denn er kann besser bauen. Wieder so eine Wasserpistole. Ein Wassergeschütz. Oh nein! Ich schmelze! Ich schmelze! Spuck oder Schluck? Ich meine, ich erstarre! Okay, wir machen eins noch lauter. Ein bisschen zu leise ist das, finde ich. So. Oh, was für eine Welt! Man muss ja immer alles kaputt machen. Oh, jetzt können wir reinschlagen. Okay, Hulk, wo bist du? Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ich habe schon genug Probleme, auch ohne Sand in meinem Kostüm. Sand im Kostüm. Hätte als Iron Man B gedrückt, um deine Unibeam-Angriff aufzuladen. Jetzt zeig ich's euch. Ist ja geil. Dieser Typ treibt's echt zu weit. Hat da jemand was von Treibsand gesagt? Stimmt, mir wankt der Boden unter den Füßen. Mach mal kurz hier das kaputt. Haben wir wieder was zum Bauen. Gut. Das benutzt man doch hier für eine Baustelle. Aber jetzt benutzt man das, um dich fertig zu machen. Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein. Aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Leider bist du nicht mehr so überlegen, sondern scheiße. Okay, wahrscheinlich nur noch einmal das 3 fertig machen Prinzip. Weil dreimal reinschlagen und dann ist er tot. Habt ihr mich gekriegt, aber ich werde euch dennoch schlagen. Ja, aber kein dünnes. Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein, aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Wir sind 3 Leute, aber okay. Spidey, das kannst du hier rausholen. Ein Schalter. Gut, und da hinten haben wir wahrscheinlich den zweiten. Ah, da pumpen wir das Wasser auf. So, hier den zweiten Schalter. So, Wasser, Wasser, Wasser. Jetzt hier der Spinnensinn. Aua, ich bin tot. Okay. Jetzt. Ah, komm, zieh! Spuck!
Nimm das, ich spritz dich an. Wird er erst down. Los, Hulk. Beendet es. Sichere diesen kosmischen Stein, Coulson, und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen. Ja, Sir. Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Skysurfer, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt, herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrieprüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung, ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, begib du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten. Ja, die Cutscenes sind wieder so mega nice, lustig gestaltet. Und ja, es hieß der Stark Tower, nicht der Avengers Tower. Hier, wir haben Hulk und Tony, wir haben Spider-Man. Leider war es das. Oh ne, warte mal, den Roxxon-Wächter. Sandman natürlich. Jetzt, warte. Oh, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 98. True Believer. Ein Minikit habe ich gefunden. Ja, das werden wir dann natürlich im Late Game machen. Und schon mal zwei Gonnensteine. Passt doch. Ich brauche alle kosmischen Steine, die ich kriegen kann. Meine Arbeit macht Fortschritte. Macht schneller! Und darauf werde ich reduziert? Mich für meine Pläne auf jämmerliche, sterbliche Kreaturen zu verlassen? Auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Mr. Fantastic persönlich, gibt's Erkenntnisse zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Avenger, Sir. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Ich hatte eine 1 plus in Geschichte. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter Building und helft, wo ihr könnt. Ich kann immer ein paar Kriegsanleihen verkaufen. Hill, noch was Wichtiges. Mittagessen. Ich nehme Shawarma. Star kennt einen guten Laden. Männer, wir brauchen euch beim Baxter Building, und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Okay, ist viel angesagt. Wir bekommen einmal Captain America, Mr. Fantastic. Okay, Leute, aber dann war es das erstmal hier mit dem Part. Und in der nächsten Folge werden wir mit Mr. Fantastic und mit Captain America. Joa. Bei den Fantastischen Vier mal reinschauen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.